Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Jurassic Park 3 Dino Defender, der zweiten heutigen Folge. Vorher kam die Folge von Let's Play Dschungelbuch Groove Party, ja, Jurassic Park 3 Dino Defender, falls ich jetzt falsch gesagt habe. Und später kommen noch die Folgen von Let's Play Mount & Blade und Let's Play Star Wars Republic Commandfold. Ja, beim letzten Mal bei Dino Defender haben wir das zweite Level durchgemacht. Sind leider fünfmal gestorben, viermal davon durch Runterfallen in eine bodenlose Schlucht, denn wir waren in Höhlen unterwegs. Haben auch hier es wieder mit Compsognathus und Velociraptoren zu tun gehabt und ein Velociraptor hat uns getötet. Und wir haben zum ersten Mal Stegosaurus gesehen. Viel mehr war es eigentlich nicht. Und jetzt wollen wir weitermachen. Wir sind jetzt hier am Ende des Bereiches zu Level 3. Bei uns schräg rechts wären dann die Stegos, aber die Stegos sind jetzt egal. Deswegen wollen wir hier gleich drücken. Und dann wollen wir in Level 3 gehen. Und wie auch beim letzten Mal wird es kurz sein. Und wie auch beim letzten Mal ist das Video, wie man sieht, nicht besonders lange. Wir sind jetzt hier in, ja, man könnte sagen, einem Gebirge unterwegs. Und ja, in dem Video hat man gerade einen Flugsaurier gesehen, der uns runtergeworfen hat. Und diese Flugsaurier, die Pteranodon, werden auch Gegner. Wenn wir hier gucken, dann sind es hier schon, da sind nicht so viele Gegner. Zwei Kompis, ein Raptor und zwei Pteranodons. Aber ich sag's euch gleich gerade, die Pteranodons sind ekelhafte Gegner. Mal gucken, wie wir das jetzt lösen. Wir müssen hier natürlich erstmal nach oben. So, und hier oben kommen wir das erste Mal zu einem Pteranodon. Bevor wir jetzt zu dem hochgehen, der kommt nicht sofort angeflogen dann. Also, ihr seht ja die Steine, zum Beispiel auf der mittleren Plattform oder eben ganz rechts. Bei denen, wenn man sich duckt, dann ist man vor dem Pteranodon sicher. Ansonsten schnappt er einen. Und hier oben ist ein Kompi, den sehen wir auch. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen gefährlich. Da ist der Pteranodon und da hat er uns jetzt nicht erwischt. Man muss da jetzt ein bisschen abwarten. So, da haben wir jetzt schon mal den ersten Bereich geschafft, aber gerade der Bereich, der jetzt nach links geht, ist nicht so toll. Das heißt, ich warte, bis er nochmal anfliegt. Wir können die auch betäuben, genauso wie die Raptoren. So schnell. Denn auch hier können wir uns nochmal verstecken. Keine Ahnung, warum man dann einen da nicht erwischt. Ich nehme an, man ist versteckt. Er kann aber auch da unten durch den schmalen Spalt, in dem wir jetzt müssen. Wie gesagt, die Pteranodons sind sehr gefährlich. Da kommt der durch. Das ist sehr kacke. Da dreht er jetzt nochmal ab. Das ist sehr kacke, aber es ist Fakt. So, jetzt lässt er uns fürs Erste in Ruhe, aber der kommt natürlich wieder. Das heißt, wir gehen jetzt hier nach oben. Ich wollte ja nicht in den Tod stürzen. Ich möchte möglichst versuchen, dort nicht zu sterben. Da ist der erste Schalter und Pteranodon-Ausrüstung. Die wollen wir uns gleich schnappen. Das heißt, wir legen den Schalter um und klettern dann nach unten. Und es gibt halt zwei von denen hier. So, zweimal Betäubung, zwei Rufrekorder. Dann gehen wir jetzt wieder nach unten. Weil, ja, wir wollen den Pteranodon ja einfangen. Da merkt man auch, dass Jurassic Park 3 ist, weil im normalen Jurassic Park Film kam der Pteranodon ja nicht vor. Hier müssen wir uns jetzt wieder beeilen, weil jetzt kommt der wieder. Aua. Okay, das war jetzt so nicht geplant. Ich glaube, wir können ihn so anlocken.
Ach, können wir nicht. Na. Das ist ja doof. Okay, wir können ihn so nicht anlocken. Ich glaube aber, da vorne geht das. Ich weiß, dass er jetzt wiederkommt. Ja, und da war er. Da hat er uns getötet. Das ist die Pteranodon-Todesanimation. Wie gesagt, die sind sehr gefährlich. Schade. Aber war bisher heute der erste Tod. Ich hoffe, es war der einzige. Also, wir haben ja gestern gesagt, wir machen halt die Level immer durch. Wo wir maximal dann, maximal eine halbe Stunde, wenn der Level mal länger gehen sollte. Ich weiß nicht, ob wir das Level in einer halben Stunde schaffen. Das ist schon ein bisschen länger. So, zweiter Versuch. Die Pteranodons sind halt echt unangenehme Mistkerle. Ja, ach, der kommt direkt von hinten. Ich dachte, da unten sind wir sicher. Ja, okay, ich hätte gerade wegrennen können. Das heißt, wie machen wir den denn? Vielleicht können wir ihn doch anlocken, bevor wir dahinter gehen. Wenn der erstmal ausgeschaltet ist, ist es wesentlich einfacher, aber... Ja, kacke, jetzt sind wir schon zweimal gestorben. Also, hier kommt er ja noch nicht. Das heißt, ich kriege jetzt direkt weiter. Lauf, 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 lauf. Ach. Wie sollen wir das denn machen? Ja, wir müssen da wohl... Ja, das frustriert mich gerade ein bisschen. Das war jetzt der dritte Tod. Ich hoffe, es war der letzte. Ich speichere dann gleich mal. Bevor wir... Also wenn wir halt da bei dem Übergang sind. Also nur kriechen schaffen wir es nicht. Das Bergmann, da holt er uns ein. Das heißt, wir müssen ein bisschen kriechen, aufstehen, rennen und uns nochmal hinknien. Das können jetzt ein paar Versuche brauchen. So, hier werde ich jetzt speichern, weil hier kommt der noch nicht. Spiel speichern. Spiel so, einmal gespeichert. Und jetzt probieren wir das nochmal. Ja. Das war jetzt gerade ein Versuch, ob der vielleicht auf den Rufrekorder reagiert. Okay, geschafft. Cool. So, jetzt hat. Jetzt holen wir den uns. Zack. Damit ist er betäubt. Wow. Dieser Pteranodon war jetzt ziemlich nervig. Damit ist er betäubt, aber wir haben es jetzt vom letzten Mal geschafft. So, jetzt will ich mich da oben um die Kompis kümmern. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht bei den Kompis sterben. Ja, da ist die Kompi-Ausrüstung, aber die sind halt direkt da. Das ist auch nicht ganz ungefährlich hier. Ich glaube, hier speichere ich jetzt nochmal. Spiel. Hier speichere ich jetzt nochmal, damit wir den Pteranodon auf jeden Fall haben. Spiel. Weil ihr seht schon, das da oben ist auch nicht einfach. Die können einen sofort angreifen. Jetzt gehe ich mal nach oben. Nochmal. Sehr schön, die haben wir sofort jetzt eingefangen. Jetzt haben wir die Kombis gefangen. Jetzt ist noch ein Pteranodon und ein Raptor auf freien Fuße. Cool. Okay, sehr schön. Haben wir gut gemacht jetzt. Besser als den hier. Der wacht auch nicht mehr auf. Das ist sehr schön. Aber ihr merkt schon, diese Flieger sind nicht ohne und die kommen auch ein paar Mal. Ich glaube mindestens noch einmal. Level. Die Raptoren kommen, wie gesagt, häufig. Die Kompis sind jetzt immerhin auch an jedem Level gewesen. So, dann gehen wir gleich weiter. Ich hole mir hier unten nur schnell die Raptor, die Pteranodon-Ausrüstung. Die werden wir ja nochmal brauchen. Es gibt ja noch eine. Dann springen wir rüber und gehen hier nach oben.
Und hier sehen wir jetzt kleine Baby-Pteranodons. Und auch die sind nicht so ungefährlich, wie sie aussehen. Ich finde die übrigens sehr süß. Aber die sind nicht so ungefährlich, wie sie aussehen, weil wenn die so schnappen, dann können die einen runterwerfen. Wir klettern hier schnell hoch. Ich glaube, hier kommt jetzt der zweite Pteranodon. Ja, ich habe ihn gesehen. Da ist der zweite Pteranodon. Den holen wir uns schnell. Rufrekorder. Und ausgeschaltet. Ja, der Pteranodon ist nicht schwer. Da ist der erste wesentlich schwerer. Wenn man auf die Biester vorbereitet ist, dann kriegt man die auch recht gut hin. Und ja, hier wäre nochmal Ausrüstung. Brauchen wir jetzt aber nicht mehr. Hier müssen wir über oben rüber. Weil sonst schafft man den Sprung nicht. Und ich glaube, man muss hier sogar mit Anlauf machen. Ja. So. Einmal Schalter gedrückt. Und dann müssen wir nach oben. Und hier gibt es jetzt mehrere Wege. Es gibt den ganz nach oben und den rechts. Wir gehen erstmal nach rechts. Weil wir brauchen den auf den Raptor. Den wollen wir ja noch haben. So, hier muss man jetzt wieder sehr vorsichtig sein, weil hier gibt es ein Stück, das abbricht. Nämlich das hier. Kacke. Da ist der Raptor. Okay, da sind wir wieder gestorben. Interessanterweise gibt es dabei im Todesfall jetzt keine Animation. Also da gab es ein Stück, das abbricht. Das wollte ich nur kurz lösen, aber das war wohl nichts. Jetzt haben wir genauso viele Tode wie gestern. Ganz toll. Na? So, sehr schön. Also da ist der Raptor, den wollen wir uns natürlich noch holen. Und wir gehen natürlich jetzt hier runter. Gesehen, sonst stirbt man. Aber der Raptor ist nicht schwer, verglichen mit dem beim letzten Mal über dem Aufzug. Der Raptor nicht schwer. Wir locken ihn einmal weg. Und dann betäuben wir ihn. Das war aber absolut kein Problem. Und ich glaube, damit müssten wir alle Dinos haben. Ja, damit haben wir alle Dinos in diesem Level gefangen. Jetzt müssen wir das Level nur noch schaffen. Ist eigentlich auch ein sehr schönes Level und ein sehr geiles Level, aber die Pteranodons sind halt nervige Gegner. Immerhin, der erste Tod von einem anderen Dino aus einem Raptor. Der Raptor hier war jetzt kein Problem. So, auf nach oben. Übrigens ist interessant, wie der Dino Defender hier so klettert und an was für Orten der sich so alles so umtreibt. Weil ungefährlich ist das ja alles nicht so. Ach ja. Und sowas hatten wir beim letzten Part ja auch schon. Zurück zum Spiel. Das heißt, hier wollen wir nochmal speichern. Sowas hatten wir beim letzten Part ja auch schon. Mit eben Steinen, die anderen Tote zu können. Damals war es halt im Berginneren und hier ist es Spiel. Dann am Berg. Spiel. Zurück. So, und ich habe jetzt groß gespeichert, damit wir halt nicht nochmal was neu machen müssen. Die sind hier verschieden groß, die Steine, wie man sieht. Man jetzt ein bisschen geschickt sein. Das ist ja nicht unbedingt mein Heimspiel. Leider. Aber das sieht im Moment ganz gut aus hier. Hoffentlich bleibt das auch so. Ja, das sieht gut aus. Man sieht die kleinen unterschiedlichen Abständen, die Steine. Ja, natürlich. Und beim letzten bin ich natürlich runtergefallen. Was auch sonst. Egal, wir haben mehr gespeichert. Ich sag noch, sieht gut aus. Klingt auch ganz schön hier. Bei den Steinen. Ich sag noch, sieht gut aus und dann lässt mich der letzte runterfallen. Das kann ja nicht wahr sein. Also, wie gesagt, man sieht auch die Fallen nur durch die Zeitabständen. So, diesmal aber. Hoffentlich schaffen wir es jetzt. Schnell. Ja, gut. Okay. Dann ganz nach oben. Und hier sind jetzt wieder die kleinen Piepmatze, die kleinen Pteranodons. Wie gesagt, die können uns auch runterschmeißen, wenn sie zu schnappen.
Das heißt, ganz ungefährlich sind die auch nicht. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter. Wir müssen jetzt nicht mehr schnell gehen. Hier kommt ja nichts Feindliches mehr. Obwohl noch Dinos kommen, aber halt nichts mehr. So, hier ist Schalter 3. Den wollen wir umlegen. Das ist das erste Mal, dass wir drei Schalter hier haben, glaube ich. Und ja, auch diese Stelle hier ist jetzt ein bisschen blöd, weil die Brücke, die wir vor uns sehen, die bricht ein. Also hier laufen wir. Bricht aber von vorne und hinten ein. Wie wir gerade gesehen haben, den Sprung haben wir aber geschafft. Sehr schön. Weiter geht's. Und hier sind nochmal zwei von den Pteranodon. Die folgen uns übrigens. Das heißt, hier safen wir nochmal. Ja, ihr werdet gleich verstehen, warum wir safen. Spiel. Zurück. Weil die folgen uns und es gibt noch einen gefährlichen Dino, den können wir aber nichts tun. Das werdet ihr gleich sehen. Da müssen wir jetzt auch schnell sein, weil auch die können uns töten, wenn sie uns erreichen. Wie auch immer die kleinen Pteranodon-Babys uns töten können, aber sie können es. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen beim Runterklettern. Die folgen uns nämlich den ganzen Weg runter. Aber sie sind nicht das Gefährlichste. Das kann ich schon mal verraten. Denn das Gefährlichste hier kommt jetzt gleich. Ich dachte, diesen Bildschirm schon, aber anscheinend im nächsten. Und zwar hier ist der ein T-Rex. Der muss sich jetzt... Ja. Und der muss jetzt normalerweise auf die Pteranodons gucken. Also man darf sich halt da nicht bewegen. Die Pteranodons lenken den ab, dann ab und dann kann man weiter runterklettern. Aber jetzt haben wir auch das erste Mal einen T-Rex tot. Leider auch hier wieder Part der Tode. Schade. Ach, ich bin gesprungen eigentlich. So, da müssen wir dann runter. Bin eigentlich gesprungen, aber naja. Ja, wie gesagt, nicht gerade ein einfaches Spiel. Gerade beim Kinderspiel nicht. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur schlecht in Jump'n'Runs. Oder vielleicht ist es eine Kombination aus beiden. Ich spiele einfach Jump'n'Runs viel zu selten, muss ich sagen. So, dann probieren wir es mit dem T-Rex jetzt gleich nochmal. Das heißt, ich werde noch gleich nochmal speichern, mit dem ganzen Abstieg, den wir nochmal machen dürfen. Zurück zum Spiel. So, jetzt speichern wir doch mal. Spiel. Weil der T-Rex ist ein bisschen doof. Ein T-Rex als wirklichen Gegner haben wir hier noch nicht in dem Level, aber. Spiel. Ihr merkt schon, der ist ein bisschen zurück. Doof. Wie hat er uns sehen können? Ach man. Okay, nochmal, wir haben ja gespeichert. Na? Was? Er hat uns die Pteranodons angeschaut. Okay, wir müssen ganz schnell sein. Boah, das gibt es nicht. Wie machen wir denn den am besten? Da war jetzt übrigens gerade der Tod durch die Pteranodons. Okay, ich glaube, wir müssen runterspringen und dann stehen bleiben. Das heißt, hier bleiben wir jetzt stehen. Ich glaube, jetzt wird er durch die Pteranodons abgelenkt, hoffe ich. Ja, genau. Jetzt werde ich die Pteranodons abgelenkt, jetzt können wir nach unten. Dieser scheiß T-Rex, das war jetzt locker, also ich weiß nicht, wie viel tot das war. So, hier ist Schalter 4. Ja, Schalter gibt es hier einige in diesem Level. Hier ist jetzt ein bisschen dschungelmäßig. Also man merkt, dass man auch Übergang gerade war, es ein bisschen Gebirge, hier ist es Dschungel. Der T-Rex gehört halt zu den gefährlichsten Gegnern, weil man kann den nicht, man kann ihn nur ablenken, wenn man T-Rex ausgesucht hat. Die haben wir aber derzeit. So, hier kommt jetzt gleich, glaube ich, noch einer.
Immerhin haben wir es jetzt geschafft. Genau, hier kommt noch einer und der guckt immer wieder auf die Bäume. Und wer bei hinter Bäumen steht, so wie jetzt, dann sieht er uns nicht. Genau, sieht, sind wir tot. So wie wir vorher schon gesehen. So, geschafft. Der verfolgt uns auch nicht. Und genau, dann haben wir es geschafft. Dann wäre jetzt hier der Abschnitt oder der Weg zum nächsten Gebiet. 4 Schalter waren es hier. Leider sehr viele Tode. Ich habe irgendwie ein bisschen die Sorge, dass ich hier keinen Part ohne Sterben schaffe. Ja, es ist halt, wie gesagt, es ist kein leichtes Spiel. Naja, ich denke, wir werden dann speichern nochmal, natürlich. So, Spiel. Und dann werden wir jetzt auch aufhören. Spiel. Dann gucken wir kurz jetzt nochmal, wie lange wir schon spielen. Ja, 20 Minuten. Also auch jetzt wäre die halbe Stunde nicht rum. Ist aber egal. Wie gesagt, ich mache es jetzt hier je nach Level. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt leider wieder mal nicht die beste Folge, weil halt viele Tode, gerade durch den Pteranodon und durch den T-Rex und einen leider durch runterfallen. Aber immerhin, Raptor eingefangen ohne Probleme, Kompis eingefangen ohne Probleme und der zweite Pteranodon war ja auch kein Problem. Und genau, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, wenn ihr möchtet. Und natürlich später. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.